Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dungeons & Dragons Online. Und zwar werden wir jetzt hier ein bisschen raiden. Ich habe mich hier in Raid schnell angeschlossen. Eigentlich wollte ich gerade ausloggen, aber das nehmen wir nochmal mit. Das ist selten geworden. Ja, und zwar machen wir hier Legendary Tempest Spine. Tempest Spine Raid kennen ja einige bestimmt und der wurde ja auch Legendary jetzt gemacht. Vor ein paar Updates war das jetzt auch schon, also schon ein bisschen her wieder. Und ja, würde ich sagen, dann laufen wir mal mit, ne? Dann werden wir in den nächsten Folgen jetzt auch noch mal into the clouds. A molten ring surrounds the base of the spire and entrances scar the cliff face. Dann werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen nochmal das neue Update 32 angehen. Mit den Slave Lords. Und das ist ja ein Greyhawk Adventure. Was ich so jetzt hier, Against the Slave Lords, was ich so jetzt gar nicht kannte. Und naja, werden wir mal sehen, wie das ist. Ich habe es mir schon mal angeguckt, muss ich gestehen. Und es ist wieder ziemlich lang, in drei Teile aufgeteilt. Deswegen werden wir das dann wahrscheinlich auch in drei Folgen abarbeiten. Und ja, schauen wir jetzt demnächst nochmal so als kleinen Ausblick, was denn noch so demnächst hier ansteht. Genau. Here in the belly of the mountain, the heat from running rivers of Magdrow huddle together ahead. Proof that they have returned to work with the giant. Deep imprints betray the presence of patrolling giants. Apparently, Sarjax has drawn others to his banner. Ich bin gar nicht da. Uah. Was zur Hölle war das denn? So, nur im Nachgucken, das kann ja nicht ein Schlag gewesen sein. Auf jeden Fall dieser Fighter-Mage. You hit, you hit, you hit. Hits you for 896. Slash Damage. Okay. Do a, call the truth after this. Werden wir dann ein bisschen zurückhalten. Gut. Dann mache ich doch hier eher den Sneaky. To the left of the junction, you spy a massive metal gateway. To the right, the tunnel turns sharply. Ich hoffe, wir haben intelligent. The warlock approaching the crystal box has triggered some mechanism within the iron golem. The behemoth stirs and moves to attack. Final signal crystal ignites, revealing a portal into an unknown area of the mountain. Double kill. Lair of fire and ice. Fatality. A barrier blocks the way to a treasure chest and an oddly shaped rune. Heat spreads along the floors and up the walls. The sound of rushing lava resounds all about you in this cavern. Bitterly cold air rolls across the floor and thunderstorms through your mind. Linked by Sarjax, fire shall burn as long as ice has form. Okay.
ich glaube, so schnell waren die mit Eis nicht. Linked by Sorjak, ice will reform as fire still burns. Fire burnt, aber eigentlich nicht mehr. Entering the treasure room, you spy two chests. Ah, okay. An ancient rune. Sehr gut. Geklappt. Können wir gleich mal. Okay. Lair of Fire and Ice. Ist auch so ein Kultspruch bei Dio. Lair of Fire and Ice. Genauso wie, wie war der noch? There's a fire reaver in the library. A deep hole offers no sign of egress, although a soft, cool breeze can be felt coming from below. Na, was mache ich eigentlich? Ey? Scheiß auf XP, brauche ich eh nicht mehr. Maximum XP achieved zum. Peering over the edge, you realize that a fall from this height would be devastating, if not deadly. Müssten jetzt so 64 Leben sein oder so? Kommt das, glaube ich, hin? 56, 64? Ich habe keine Ahnung. Jedes Leben dreimal und die ganzen Epic-Dinger da. Weiß gar nicht, was da. Oder ist 72 das Maximum? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann habe ich auf Götze zählen und habe einfach nur noch gemacht. You realize that a fall from this height would be devastating, if not deadly. If not deadly. A cool breeze blows in from the cavern mouth to the east, offering relief from the sweltering volcanic heat. Ah ja, jetzt neue Collectibles. Also die Collectibles gehen so nach sechs verschiedenen Tiers. A great magma river flows into an unseen lava tube at the top of the rise ahead. Das macht es dann gleich interessanter. Wieder nach welchen zu suchen. Ich würde sagen, ich lasse die Falle aus. Ich finde die eh nicht. Ich kann Search Item habe im Moment. Basteln wir nämlich gerade, oder will mir gerade eins basteln. More drow, under the effects of Sorjak's crown, guard a sealed stone door that blocks further passage into the mountain. Fatality. Sehr schön. You spy a drow readying a bow, a ranger fixated on ending your life. Mal 180 oder was war das, ey? Ich glaube,
hat sie um sich gehauen. Jetzt kommt der Beholder her. Achso. Okay. Hm, da stehen wir auch noch, ne? Thank you. Seem much alike, but the one ahead exudes a slightly confidence you have not seen. I should. What? The shadow. No, I didn't name that one. No, no. Ich mach grad den Beholder frisch. Aua, aua. Haben wir aber auch ein Damage aus. Meine Ordnung, ey. Mach das mal aus der Entfernung. Alter, ich mach doch gar nichts. Geh auch weg von mir. Das ist ein Nata. Ja, scheiße. Wow. Das ist ein Standard. Krasser Dude. Weapon and slides to the ground, motionless. You don't get anything? Beyond the magical barrier lies a massive dormant gateway. Drow huddle about a fire within. One radiates an odd power as if a magical beacon. Irgendwie Fortification habe ich auch an. Die sind einfach nur pervers hochgescaled. Wahnsinn. The flooded tunnel. So, ich glaube, hier war noch einer. In a recess against the wall, a murky pool of water descends into darkness. Ja. A golem patrols dutifully near a rest area in a side passage. Nein, jetzt getriggert.
Hey, Ithril. I didn't realize that was you. Through the murky water, you see a dangerously long tunnel. You do not think you can hold your breath that long. A junction in the tunnel leads to the left or right. Water extends to the ceiling of the tunnel, showing no signs of where you may draw a breath. Light filters through a hole in the roof of the tunnel. Meine erste Kiste, wo ich einen Tome gezogen habe, plus 1 Dex damals, weiß ich noch. Ah, das war noch Zeit. Ich glaube, ich sag das jedes Mal, wenn ich hier bin, aber... Das sind die Erinnerungen, die da nur aufkommen. Vor 10 Jahren. Alter Falter, wie die Zeit verwandert ist. Und dass das Spiel immer noch aktiv ist, ist schon, grenzt in der heutigen Zeit gerade, schon an einem kleinen Wunder. Kann man mal sehen, doch, wie erfolgreich das ist, dass so ein relativ kleines Spiel so erfolgreich ist. Stone pillars poke through the surface of the water ahead. This may be a good spot to regain your strength and breath. So, jetzt wird's auch nochmal nett hier. A scent of sour, rotting flesh permeates the air here. Another beast summoned by a sawjack lies in wait nearby. Die hol da raus, ne? Denke ich mal auch nicht. Wenn es ein Name ist. Eine Runde. Allowing access to the rune it guarded. Ten. Schrott hier. Es ist nur Schrott. Da juckt mir glatt das Ohr. Echt unglaublich. Nur Schrott in den Kisten hier. Ich glaube, das droppt jetzt auch nur noch in der Endkiste werden was. Früher haben wenigstens in den Kisten auch noch mal was gedroppt. Ah, da erinnere ich mich noch an diesen Maelstrom. Diese schöne Great Axe. Minimum Stufe 2 mit Anarchie und Icy Burst. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier was finde ohne Search. Wind howls through the cavern opening. The thin ice. Giants ensure that the drow encamped ahead are only resting from their labors.
Scorpions and rust monsters guard this room. A sealed door across from the entrance keine looks recently Stärke. Used, as the dust of the place has been disturbed. Kommt's an. Noch besser als mit mehreren. Oh. Nehmen wir mal mit. Oh, was ist denn da für eine Hangparty? Ich will auch. Bridge to the inevitable. A drawbridge extends over a pool of water. Traps surround the switches apparently used to lower the bridge. The bridge lurches to life, lowering and offering passage over the stagnant pool of water. In the tunnel beyond, a dark figure stands on a rocky A gravelly voice calls out. Come no further. Your path is terrible. Sergeant Commander. Also meine ship buffs. Wir haben noch 9 Stunden Superior und XP und brauchen wir keine mehr. Sealed doors along the tunnel appear immovable. An uneasy feeling overcomes you as you continue forward. Ja. Wir haben das verdient, wenn ich da so blöd hingehe. A wicked sensation washes over you as you enter the junction. To the left. The path turns sharply out of sight. To the right, the tunnel inclines slightly.
wie ich sag ein. Von mir jetzt. Die kann, glaube ich, Erde brauchen. Nimmt keiner jetzt die Rune. Auch Käse, Jungs. Eigentlich nimmt immer einer alle Runden, das ist sinnvoller. Jungs, da kommt Kohle. Aber ich gehe schon mal weiter, ne? Im Bett sein. Verdammt. Aber so ist das. Bei solchen Spielen. So, dann warten wir mal auf die Truppe hier. Was können wir dann für den Endkampf uns nochmal Schönes einwerfen? Wenn ich hier, wo dann? Das ist schon mal eine gute Idee.
Yep. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Jetzt kommt die Junk. Funktioniert das jetzt mit den Abishai eigentlich? Mal ausprobieren. Zack, 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 zack. Zack, wenn wir jetzt alle fünf, da ging es nicht, dass der letzte große. Okay. Ah, das haben die entfernt. Okay. Also sonst gab es immer, wenn man alle fünf Abishai genommen hatte, dann kriegte man so einen sechsten Buff. Schade auch. Federfall raus. Zack. Und immer mit dem Rücken zur Wand stehen. Who's got the thingamajigs? Negative my health. Das ist nur für die hier. Displays it. Thank you.
Die arme Blume, aber die sind auch ganz relativ konzentriert, muss ich sagen. The outfit of the Celestial Guardian. Nix. Brauchbares. Was hier ist dann die Armor? Oder auch nicht. Scale. Boots of Undead. Achso. Anyone get the armor? Breastplate. Das war ja wieder sparsam. Aber immerhin 125 Runen, die ich gar nicht mehr brauche. Von hier, die Light Armor. Die brauche ich nicht. Dann recallen wir, ja, das war Legendary Elite Tempest Spine. Wie ich finde, echt immer eine geile Idee, dass sie die alten Sachen nochmal so ein bisschen aufpimpen. Ich hoffe, irgendwann gibt es nochmal so eine Legendary Desert oder Legendary ja gut, episch gibt es ja die Desert schon, aber halt ein bisschen überarbeitet noch. Dieses Scroll-System muss da raus und so. Oder so ein schön Legendary Kortos. Oh. Das wäre auch noch was. Ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin bleibt mir treu. Euer Tito.